In der zweiten Runde des SV Landescup trafen die beiden Salzburg-Ligisten SV Kochel in den roten Dressen und FC Buch aufeinander. Gerade eben haben wir die Nummer 14 Noah Sinic vom SV Kochel gesehen. Dann wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die linke Seite. Schuss, Tor! 1:0 herausgespielt durch die Nummer 20 Michael Bletschacher. Keine Chance für Manuel Eichinger im Tor der Gäste da etwas zu machen. Und die Gastgeber setzten nach. Eckball, Schuss und Tor, 2:0. Dieses Mal war Christian Keindl erfolgreich und somit lautete der Halbzeitstand völlig verdient 2:0 für den SV Kochel. In der 48. Minute wieder ein schöner Versuch, legt sich den Ball sehr weit vor. Liefert sich einen Zweikampf. Kontermöglichkeit. Schuss, Tor, 3:0. Michael Bletschacher, die Nummer 20, war zum zweiten Mal bei dieser Begegnung erfolgreich. Auch dieses Mal war Manuel Eichinger chancenlos. Dann Elfmeter. Schuss, Tor für die Gäste. Erzielt von der Nummer 10 Sam Emmen, absolut gerechtfertigt und somit wurde das Spiel wieder etwas spannender. Diese Spannung hielt nur bis zur 71. Minute, wieder Elfmeter für die Gastgeber. Schuss, Tor zum 4:1, Matthias Heidel war erfolgreich. Somit war der alte 3-Tore-Vorsprung wieder hergestellt. Den Schlusspunkt setzten auch die Spieler des SV Kochel. Kontermöglichkeit läuft auf das Tor zu, zieht ab. Tor 5:1 in der 78. Minute. Torschütze erneut Christian Neureiter. Und das 5:1 ist auch der Endstand dieser Begegnung.